Okay, neue Runde, neues Glück. Ich muss kurz Hobbit. Ich habe einen X-Force. Fällt mir gerade wieder ein zum Glück. Und ich muss vom guten Steve und ich muss kurz Hobbit-Hausschuhe googeln. Weil wir gerade das Thema Hausschuhe haben. Hobbit-Hausschuhe. Ja, okay, das dachte ich mir schon. Mit so haarige Füße halt. Geil. Warte mal, habt ihr das gesehen, die Dinger überhaupt? Ich mach die mal nochmal kurz auf. Ich weiß nicht, ob ich das offen hatte. Bevor ich meine Kamera wieder anmache. Hat jemand Tipps, wie Nagellack nicht abblättert? Ja, ich leider nicht. Ice is nice. Bist du bei mir leider am falschen. Beim falschen. X-Force. Was mach ich denn mit dem X-Force? Ich glaube, X spiele ich dann. Och man, wieso habe ich eine X-Force? Es kommt so ein. Och man, ey. Was sieht den Schaden liegen? Egg spielen vermutlich, ja. Strat von Bein jetzt spielen. Nee. Voll der gute Goblin anfangen. Aber es ist kein Carry Force, das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Er hat weniger Punkte ausgegeben, hat nur einen X-Force. Das heißt, ich muss X spielen. Ich muss ihn aber nicht als krassen Carry oder so aufbauen. Das ist die schlechteste Krieger einfach, den ich je hatte in meinem Leben. Gefühlt. Zwei Tinies. Und keinen von den 5000 anderen Krieger, keinen Ork, keinen Ex. Ist doch dumm. Der ist nicht blöd. Stelle Ork Drop. Gibt's Legendary Orks? Gibt's sogar echt. Jingle, 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 jingle. Boah, ich würde schon gerne Tanky X dann bauen mit Tank-Items. Erstmal fürs Early. Ja, gut, ich muss erstmal X ziehen, ganz ehrlich. Dann schauen wir mal. Lochen wir mal. Wie kann ich jetzt Orakel mitnehmen? Weil es sieht aus, als ob ich Lugensieg spielen muss. Ich glaube, ich bleibe einfach mal unter 10 Gold noch. Das ist bestimmt kein Fehler, unter 10 Gold zu bleiben, wieder mal. Weil vielleicht, falls ich die Runde gewinne und falls ich hier einen Kill hole, habe ich 7 Gold und dann könnte ich die drei löschen. Wenn Bound die Goblin Buff bekommt, wäre das möglich. Ah, er bekommt Goblin Buff. Soll ich dann den kleinen Tinker mitlöschen? Falls ich irgendwie gewinne oder einen Kill hole? Der wird doch. Wenn die Rockets nicht alle auf ihn gehen, dann holt er safe einen Last Hit. Muss unser Mana voll bekommen. Ja. Aber holen wird er das nicht. Der macht zu viel Schaden. Ja, komm, wir löschen die zwei einfach. Ich muss eher auf Krieger irgendwas. Oder auf Krieger Gods oder mal gucken. Aber es gab keinen Shrink, oder? Nee. Ohne Shrink gibt es halt keinen Sinn. Ich werde halt extra auf Level 2 spielen auf Lame. 6 Orks. Ich finde 6 Orks ist immer eine Strat, geplant auf 6 Orks zu gehen, ist immer ein schlechter Plan. Weil man davon ausgeht, dass man viel Schaden bekommt. Das ist nice. Ich muss gleich irgendwas löschen, vielleicht. Tim, wobei ich werde safe. Ich gebe mir noch die ganzen Items, da werde ich safe ein Dings holen. Safe ein Kill. Es gibt Shrink, hä? Bin ich blind? Hier ist er, der ist ganz oben rechts sogar, what the fuck. Guck mal, wie ist er den Rick wieder 25 Timber so ausgezogen? Hey, hey, ich hab gesagt, ich bekomme safe einen Kill. Okay, jetzt ist er da, ist er. Und so eine Ult? Ah, nee, mit der Ult hätte ich, glaube ich, den Timber so gekillt, den kleinen dann. There are some ping problems, I guess. Ich meine, ich will den Priest nicht löschen gerade. So dumm, den Goblin Buff jetzt aufzugeben, aber ich will halt auf Gold, ich will halt safe auf die Gold kommen können. Wobei eigentlich wurde der mal gebufft, der Task. Der Task is always ready for a fight.
Warum spielt Steve Krieger? Der hat mich auf Ding geforst. Auf X hat er mich geforst. Was ist das denn für ein Scam? Und die zieht die einfach besser als ich, die Krieger 100 mal besser. Kundalini. Oh ja, das muss ich auch machen. Junge, es ist so traurig, was meine Krieger ausbeute, bis der ist schon richtig sad. Aber du kannst halt auch nichts anderes ordentliches machen. Was willst du sonst machen mit dem X-Force, Alter? Soll ich jetzt Monster Faceless spielen mit X dazu? Eigentlich wäre das witzig. Mal Faceless mit. Ork Warlock. Ich fühle Ork Warlock gar nicht. Vor allem nicht, wenn ich danach kann ich keinen Chen spielen. Doch, Chen kann ich auch spielen, aber ich könnte dann, müsste dann wirklich X durchziehen. Und da sind, oh, was ein Ork-Ding auf einmal. Hey, ich habe Warlocks und Orks gezogen. Das war jetzt mal ein guter Roll. Ich lösche gleich irgendwas für Gold noch. Ich will ja nur, was ich löschen soll. Nee, der Oktober habe ich schon in meinem Kopf wieder deleted schon längst. Ich habe mir jetzt gesagt, ich habe jetzt einen Drop bekommen. Das heißt, ich habe eine gute Echo dadurch. Durch den Drop. Ich habe jetzt schon diesen Luck gehabt, dass ich einen Forster, gedroppt bekomme. Kann den löschen oder spielen, je nachdem gleich. Und dann hat Bounty sein Ding. Sein Glück aufgebraucht, der Brewmaster. Wenn wieder mal wie immer kein Panda schon war. Das ist ja immer das gleiche. Dann gehe ich lieber auf 40 Gold einfach. So ein Ding ist das. Steve ist einfach auf 0 Gold, Alter. Weiß nicht, ob das Wurf war. Sollte ich eigentlich gewinnen mit dem Tiny, oder? Also meine Ults kommen alle richtig kacke. Der war scheiße, der hat fast nichts getroffen damit. Oh, mein Tiny ist überslowed. Und mein Bounty kam gar nicht raus. Okay, der Tiny kam jetzt mal eigentlich gut raus, was. Ja, so ein Hit noch drauf, dann ist der weg. Sehr schön. Es gibt auch Great Vaulty Vault. Noch mein Ex. Ganz ehrlich, wenn ich Great Vault ziehe, lösche ich die 2 einfach instant und gehe auf Great Vault. Für 60 Gold direkt. Der Slug hat Lifesteal. Sein Slug gerade oder wie? Wo war denn der mit seinem Morph? Doch kein Lifesteal-Slug, oder? Der hat doch nur Slow. Habe ich gerade irgendwas anderes im Kopf noch gesagt, was ich vergesse? We did it, ja, das ist ein Muss. Didit. Der hat wieder Plus-Leben bekommen. Ach, vielleicht hat er das umgebaut einfach auf Morphling gerade. Das kann sein. Er hat es auf Morphling, glaube ich, umgebaut dann. Das ist gar nicht mal so dumm, das in der Runde gegen Morphlings umzubauen für Runde 10, oder? Hast die Ult zwar nicht, aber hast dann halt viel mehr Attack-Speed mit den Crits, mit dem Fernkämpfer.
Ich glaube, wir gehen auf 900 Krieger. Ich würde das Level 6 gehen, dann würde ich kurz ein ordentliches 6er Krieger-Team versuchen zu rollen. Und dann würde ich mit der 80 Gold auf Level 9 pushen. Ich denke, das ist das einzig Vernünftige, was ich machen kann hier. Ohne Shrink Ray jetzt rollen auf 3er ist auch bescheuert. Mal gucken, wie viel Akku meine Maus noch hat. 30%, also beim nächsten Stream muss ich die aufladen. Dieser Bounty 1, 2. 80 Leben Runde, 80 Ding Runde 12 mit Great Wall, das ist halt ordentlich Echo, das ist halt schon cool. Gold 36% ist nice, ja. Ich werde das trotzdem gleich nutzen, das Gold, um einmal dann zu rollen auf stärkere Krieger, weil ich habe Angst, wenn ich jetzt bis Runde 20 einfach nicht roll, dass ich bis dann so schwach werde. Wenn ich den Ex vielleicht hochziehe, bin ich vielleicht gewillt, doch nicht, dann doch noch zu chillen. Noch irgendwie einen schönen Krieger schon ziehen. Man könnte halt auf 3er Krieger schön kurz rollen, ein paar Runden. Andererseits, falls ich jetzt ein Level abgehe, hätte ich 6er Krieger mit einem 2er Bounty noch bis Runde 15. Ich bin hart im Clinch mit mir selbst. Dismiss würde ich wieder Akir dismissen für die 3er Krieger und für die 4er. Junge, Steve ist auf 17 Gold inzwischen. Ich will ja nicht auf Lowstar Krieger rollen, Blend. Ich will rollen auf die Dings, auf die 3er Krieger. Also ich will einmal kurz sowas wie Liken auf 3 bekommen. Ich will nur die zwei Level 2er ziehen halt auch. Und dann halt sowas wie Huska und den anderen Dude. Liken, vielleicht Slada. Und noch ein paar kleine mitnehmen, dass wir einfach erstmal eine starke Basis haben, auf der wir jetzt halt aufbauen können. Nein, also Liken auf 2. Quartz. Aber der ist ja eine 3-Star, ist 3-Star-Unit. Junge, ich bekomme das echt nicht erklärt, weil ich einfach inkompetent bin. Ich mach das jetzt. Ich habe Angst, dass ich zu viel Schaden schluck sonst die nächsten Runden. So, ich switch ich schon mal. Wenn wir die zwei hochziehen, wäre das ja auch schon mal chillig. Dann nehmen wir noch was in die Richtung mit. Danach wird fett gelevelt. Level up, 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 re-level up. Das ist Lag. Der kam gut, der. Oh, Level 1 der Juggernaut, der die ganze Runde holt. Geil. Der hat sich auch Morphin gesaved. Well fished. Zwei Jugs mal zwischenzeitlich wären auch lecker. Jo, das ist so der Plan. Ich glaube, damit bin ich zufrieden, oder? Ich habe ein Upgrade gezogen. Ja. Dann kann ich gleich noch ihn reinstellen. Habe ich nochmal ein Level 2er. Dann gucken wir, dass wir schleunigst Level 9 werden. Lieber auf die safe Variante.
Den Boy zu dissen solltest du tunlich vermeiden, sonst schneide ich dich wie Thunfisch in Scheiben. Wie ging jetzt nochmal die Line von Moneyball? Ich weiß nicht mehr, wie die angefangen hat, die Line. Ich weiß nur noch, dann irgendwie so mit vermeiden, dann schneide ich dich wie Thunfisch in Scheiben. Boah, das ist gar nicht mal so schlecht auf ihm, oder? Patrick ist nicht da, keine Ahnung. Ja, das ist natürlich ein Problem. I see the problem. Time for target practice. Ich war gerade paralysiert von dem Hin- und Herstellen. Diese Konzentration, ja, ich war gerade richtig paralysiert einfach von dem Hin- und Herballern von den zwei Units. Oh Mann. Das Ei ist einfach kacke inzwischen, Steve. Das Ei ist ins Lunge, das Eigensei hätte ich auch gemacht fast. Hätte ich den noch gehabt zu dem Zeitpunkt, hätte ich ein Ei gehabt. Also das Ei ist inzwischen ein viel größerer Bait als früher noch geworden. Also das Ei ist ganz komisch. Gerade wenn man Vierer reinpackt. Paul Paralydoxon. Enchanted, I'm sure. Oder halt gar nicht. Ja, keine Ahnung, das ist halt kacke. Das ist, allein, dass es auf 1 von 9 immer startet und irgendwie geht es dann auch immer nicht mehr hoch, das ist echt Quatsch. Ich glaube, dass Shadowfiend mehr Schaden macht als so ein Bounty, oder? Oder ein Beastbar vielleicht sogar besser ist ansonsten. Ist Deko. Ja, das Ei ist wirklich komisch. Beim nächsten Mal mache ich dann einen Beastbuff auch rein, also... Oh, warte mal, das wäre sogar Beast und Zentauren. Ich glaube, ich sollte den Beastbuff stellen. Guck mal, Shadowfiend, der Ding hat irgendwie, weiß ich nicht, 700 Schaden gemacht gehabt oder so, der Bounty. Ja, Shadowfiend macht auf jeden Fall mehr Schaden. Wird dann die 1000 ungefähr gehen, mit 1-2 Hits noch. Ja. Ob es einen großen Unterschied die Runde gemacht hat, weiß ich nicht. Knights sind halt schon auch eklig. Juggernaut stands ready. Vielleicht mache ich den Husker dann dazu. Warum macht der Shadowfiend? Hat der keinen Pure Damage gemacht? Stimmt, wieso hat der keinen Pure Damage gedrückt? Hä? Wieso hat Shadowfiend keinen Pure Damage gedrückt? Wieso hat der Physical Damage gedrückt? Lag das irgendwann in den Nightschildern oder sowas? Das hat ja gar keinen Sinn ergeben. Ach, der andere hat der Anti-Mage. Ach so. Hatte der beide? Muss er nicht beide haben inzwischen? Wer war denn der andere? Ich weiß nicht, wer der andere war. Wo bist du? Ich finde Anti-Mage nicht. Es ist unmöglich, ihn zu finden. My spirit returns to flesh. Muss beide gehabt haben. Ich weiß nicht mal, wer der andere Dude war. Ich sehe beim niemanden nicht mal einen Demon Hunter. Sicher, dass der Anti-Mage hatte? Oder beide hatte? Das war irgendeiner von den Knight-Spielern, aber spielen ja alle Knights die Runde. Ganz sicher wohl verkauft. Ja, war das, muss doch Galadriel Jan gewesen sein, der eine ist AFK, oder? Galadriel Jan muss doch gewesen sein, der Gegner gerade.
Wir werden es nie erfahren. Die Clip-Funktion existiert nicht. Ja, ganz ehrlich, dafür, dass wir jetzt doch auf Level gegangen sind, sind 63% Leben noch vollkommen in Ordnung. Time to shove off. Kunker auch schon mal am Stil, ist gut. Dann fehlt noch ein Krieger, wir haben den Dismiss schon. Ja, ich habe einen Gyro da jetzt, aber ich meine, ich kaufe mal ganz kurz, falls ich das Ei bekomme, damit ich mich baite. Ja, wobei eigentlich baite ich das Ei so hart rein. Wir sollten einfach mit den Kriegern, wenn ich Ex spielen soll, wir spielen einfach, wir ziehen mit den Kriegern durch. Wir konzentrieren uns auch gar nicht auf andere Sachen. Wir ziehen einfach durch mit den Warriorn, Leute. Ich war gerade nur noch mit dem Rowan, falls ich Io Relic bekomme. Das wäre nämlich noch ganz cool. Oh, ich habe Mars noch. True, habe ich voll vergessen, dass ich Mars noch habe hier. Call. Yes, lads, we've reached safe harbor. Oh, ich nehme die Recruiter oder für Legendary Krieger auch. Da gab es auch Sven und den anderen, den Troll. Aber erst im nächsten Roll nehme ich das. Ah, wobei, ich nehme es jetzt schon. Enchanted, I'm sure. In green, I go. All enemies fall at the whim of my blade. Walrus, meine ich, die so gute Legendaries. Tut schon ein bisschen weh. Scheiß Warlock, Alter, ich raste aus. Och man, das wäre so die Warlock-Biestrone des Todes geworden. Das wäre so die Warlock-Biestrunde geworden. Der andere hatte nur Anti-Mage. Das ist komisch, weil eigentlich gibt es doch Dings nicht mehr. Es gibt nur noch Zweier Demon Hunter. Vielleicht gibt es doch noch den Einser Demon Hunter Bonus. Und es wird nur nicht mehr angezeigt, richtig. Das ist aber auch die einzige Erklärung, die ich jetzt hätte. Es tut mir weh, gerade die ganzen Legendaries liegen zu lassen. An YouTube, ich würde jetzt auch längst switchen schon mit dem, was ich jetzt noch gezogen hätte. Aber ich habe halt den X-Force. Und X ist eigentlich Krieger das einzig richtig Sinnvolle, was ich da jetzt gerade so fühle. Guck mal, wir haben es auf 2 endlich, die Maschine. Das, wenigstens haben wir auch ihn gezogen. Platzzone schon mal ready. Das könnte funktionieren. Dann brauchen wir noch ein Kamling jetzt gleich in dem 25er Item. Das müsste ja ein 3er sein. Wenn wir den schon auf 2 hochziehen und der schon mal ein paar Platzzone Stacks bekommt. 2 hat er schon immerhin. Ich glaube, der startet, oder? Mit einem. Oh, Rick. Oh, Rick, das ist natürlich jetzt gute Echo. Da sage ich nicht nein. Oh, den Liken brauche ich auf jeden Fall. Wieso kommt denn nicht einfach Dings? Der andere Kollege hier. Ich will Sven haben. Schlag wäre für Late Game interessant, aber nicht jetzt. Junge, ein Enigma, Alter! Thanks to you. Ich glaube, ich will den erst gar nicht anfangen reinzustellen, den Doom, wobei ich kann jetzt kurz, der ist besser als er, oder? Und dann switche ich ihn halt erst wieder aus, wenn ich Sven ziehe, wenn ich ihn auf 2 habe, dann scheiße ich auf Sven. Da freut sich Crystal Cat. Tut ein bisschen weh beim Spielen die Runde.
Andererseits sind wir trotzdem in einer guten Position mit den Kriegern jetzt. Wenn wir mal den Kunker hochziehen, erstmal sind wir auch richtig stark. Ist halt perfekt. Great Vault. Du brauchst einfach eine Runde 10 Echo Relic. Ob Great Vault oder Malefique Rapture ist egal. Und dann einfach das schön im Late Game ausspielen. Am besten mit sowas noch dazu. Juggernaut stands ready. Oh, ich hab ihn schon hochgezogen inzwischen. Ich will einmal kurz den Kunker ziehen, ich bin jetzt ungeduldig. Mann, ich will nicht, dass er stirbt, ich will nicht, dass er seine Stacks verliert. Primal Beast gibt's nichts, also eigentlich suchen wir jetzt nur noch. Überlegen wir noch, ob. Das einzige Überlegung, die hier noch existiert in dieser Runde, ist, ob wir Doom spielen. Oder ob wir Sven spielen. Ich werde nicht beide zocken. Ich mag die Kombination aus zwei Demons, nicht ohne Demon Hunter. Aber ich bin immer noch nicht sicher, ob das Worth ist, einen Sven zu stellen, statt einem Dings, statt einem Centaur Warrunner dann zum Beispiel. Okay, jetzt stirbt den Kunker halt safe, weil er zu low ist. Aber wobei, er hat das. Er überlebt es wieder. Oh nein, er wurde von diesem Pflanzending gekillt. Ach, come on. Kunker, du enttäuscht mich hart. Die schönen Stacks. Jetzt habe ich nur noch zwei oder drei drauf, je nachdem wie das gerundet worden ist. Drei. Das IO baitet mich in den Tod. Ja, okay. Dann nehmen wir die zwei so mit. Das muss ich sowieso locken, oder? Weil ne, die geben mir 6 Gold, das reicht, um beide zu kaufen. Das Ding ist, damit habe ich jetzt aber auch meine. Ich dachte halt, ich roll jetzt runter und ziehe vielleicht so den Troll und kann das IO für Kunker aufheben, aber. Ich habe gesehen, was draus geworden ist. Ich hätte es lieber irgendwelche Items im Nachhinein. Hätte ich lieber mal den Troll als Carry gespielt. Der Kunker 2 ist kein Wasser-Carry. Damnation rises. Fühle ich alle drei nicht. Jo, bis dann, Crystal. Dir auch viel Spaß. Ciao, ciao. Ja, das Wichtigste haben wir damit jetzt. Das Grundgerüst steht und viel mehr wird auch die Runde nicht mehr passieren, glaube ich. Ich glaube, ich gibt es noch gute Einser-Items, bessere, so Tank-Sachen für Kunker. Habe ich da irgendwas deleted? Den Brazer könnte ich mir und den Buckler könnte ich mir noch holen. Mage Resistance vielleicht gegen irgendwen. Weil ich würde trotzdem alles auf ihm jetzt lassen mit dem Ding. Aber ich fände es trotzdem cool, der kann trotzdem ja. Boah, Mage Resistance minus 10%. Ja, 25%. Na komm. Für die Gegner, die in der Range stehen. Triggert ja auch noch 20 Sekunden nochmal. Du. Faceless. Timson gibt gleich nochmal Money an alle ab. Schon traurig, drei Leute schlechter als der AFK-Typ. Ja, ich glaube, Galadriel will eine Anlage, wobei Galadriel gerade noch einen Switch macht. Der ist greedy auf den. Zu greedy auf den Kotl. Weißt du, mit 3% stehst du da und lässt den Kotl trotzdem noch im Ei drin. Und der Kotl wäre auch seine 6 Humans wahrscheinlich seit 10 Runden wahrscheinlich. Wie kann man so greedy sein? Das ist ja nicht mal auf meinem Level. Krieger scheinen immer noch sehr stark zu sein, habe ich das Gefühl. Halt, alle sind fast tot, das ist krass.
Okay, der Random, was für Leute vor Random? Der Random fliegt natürlich als erster raus, ist ja selbstverständlich. Der steht jetzt mit seinem Kotteleck. Er lief vorher schon. Triggered. Time to shove off. Ich heiße nicht Rick. Jetzt noch versuchen, drei Kunkers zu rollen und dann gleich mit Grace of Nature zu gehen. Ich habe 31% auf Forster, solange ich noch Elite Recruiter habe. Das ist schon viel. Das ist ja fast so, als ob man. Das ist so, als würde man versuchen, zwei, drei Huskers zu ziehen. Nicht Huskers, doch Huskers. Auf Level 6. Ich denke schon, dass es gut ist, was ich machen kann. GG Steve. Danach sind sie auch noch auf 27 die Prozente. Das macht auch nicht großen Unterschied. Also ich kann auch noch auf Chich weiter rollen noch. Da kommt sogar so ein IO direkt rum. Die Warriors sind es einfach immer noch. Die scheinen ganz nett zu sein, die Warriors. Wario. 11 Stacks inzwischen drauf, ist auch ordentlich. Wir haben schön Armor extra noch. Schnelle Ult und wir haben nochmal minus Magic Resistance, zumindest für das, was in den Rum steht. Also die Items gefallen mir auch. Der Trollball hat natürlich auch gut geholfen. Ich hoffe einfach, dass ich befeuchten. Ich bin ziemlich sicher, dass ich auf Level 3 bekomme, falls die Runde nicht schnell vorbei ist. Und Rick hat noch 78 Leben. Ich hoffe einfach, dass er nicht mehr stirbt. Ich will die Stacks, dass die nicht verloren gehen. Wie viele Leute ich einfach raushaue, das ist schon dreist mit den Warriors. Ja, wieso sind die so dumm stark? Ich glaube, ich habe die richtige Runde für die auch gewählt. GG Galadriel. Markus Lanz ist auch raus. Ich will ja vergessen, wer das war von uns. Olaf war es, okay. Ja, Io-Relikt wäre das Beste, was wir haben könnten. Ja, stimmt. Das Wort hat schon einen riesigen Unterschied gemacht. Ja, ist schon richtig. Wort ist schon brutal. Mal, dass er nicht direkt angegriffen wird von dem einen Tannenzapfen. So, da wurde er komplett gesaved. Also, ich bekomme, glaube ich, genug IOs für Doom und für Kunkka zusammen. Habe ich beide. Wir machen mal auf ein bisschen entspannt trotzdem weiterhin. Hier fühle ich nichts. HP ist gut. Ich will gerade, ob ich runterrollen soll. Hauptsache, ich habe den schnell auf 3. Aber jetzt die Echo Shredder nicht. Wenn ich halt einmal. Also, jetzt tut es richtig wehtun. Wenn er sterben würde, wäre jetzt richtig, richtig lästig. Ich hab den mal ein bisschen weiter weg von dem Timbersaw gestellt. Ja, es wird mir gar nicht. Ich stehe immer noch vor ihm. Ich hätte ihn dann in die Richtung eher stellen sollen. Er geht halt auch nicht weg. Ja, das ist genau, was ich befürchtet habe, Alter. Genau das, was ich befürchtet hatte mit dem guten Kollegen. Hast noch Zeit. Ja, aber ich werde meine Streak nicht verlieren. Ich will eigentlich die Stacks auf dem auch nicht verlieren, auf dem Kollegen.
nur noch 8. Time to shove off. Okay, wir machen kurz einen fertig. Damnation rises. Time to shove off. Step lively now. Your Admiral, step lively now. Your Admiral is on board. Wurde Shrink geändert? Ich glaube nicht, oder? Wurde an Shrink großartig was geändert? Ich wünschte, ich hätte noch die doppelte Anzahl an Stacks. Das wäre halt noch brutal. Ich habe schon wieder 10 zusammen. Das geht schnell. Level up oder noch versuchen auf den Doom zu rollen? Ein IO ist ja safe noch drin auf easy. Das heißt, ich brauche die 2 Dooms. Jetzt auf 6er Gobos switch. Genau, ich switch auf Gobos, während der auch alle Gobos schon hat hier gefühlt. So, okay. Ich nehme alles zurück. Das war mein Fehler. Ausnahmsweise mal. Nee, ich glaube, die Kriege sind schon ganz okay. Hier in das Loch eingelaufen ist, genau, was das mit Dreistigkeit. Das eine Schiff killt eh schon alles weg. Und wenn jetzt gleich noch mehr, ein paar mehr Stacks zusammenkommen, dann macht das nochmal weg, das erste Schiff schon. Nee, ich kann den Ex nicht löschen. Das geht nicht. Das ist illegal. Ich könnte nur ihn löschen. Den Chuck. Das wäre aber eher so ein Gedanke, den Chuck nachher noch, falls ich noch Level 10 gehe, Chuck zu löschen, dafür noch einen Mars reinzustellen, dann Le Shrug reinzustellen für zweier Gott, zweier Zentauren. Das wäre so. Aber ich will lieber den Doom noch auf 3 ziehen, bevor ich sowas mache. Doom auf 3 wäre noch cool. Crazy. Oh, 15 Stacks hat er wieder inzwischen, das freut mich. Ey, überleg mal, wenn er vorne nicht hat, der hätte über 20 Stacks, wenn er vorher die Stacks nicht verloren hätte. Ist echt unnötig gewesen. Damnation rises. Ich achte mal noch auf, versuch mal noch auf Mars zu achten. Dass ich im Zweifel den Marsch noch einmal mitnehme und falls in den Shrug kommt, nachher einfach nochmal all in gehe. Es sind natürlich ein Doom und ein Ion nur noch. Und dann wäre es ein X-Level 1, würde ich auch einstellen, noch in den Shrug für Gods. Level up, ich bin schon gut gelevelt, es fehlt auch nicht mehr so fett viel. Jetzt einfach noch den Arcade-Blink bitte, Arcane-Blink, Arcade-Blink, Alter. Oder ich hole nochmal, versuche mal was Größeres zu rollen vielleicht. Die zwei unseren brauche ich nicht unbedingt. Warte mal, das ist ja ein Vierer, dann nehme ich einen Degen mit natürlich. Thanks to you. Ayo kommt auch gar nicht mehr. Was ist das denn? Aber ein bisschen unterwältigend. Ein schneller Doom könnte mir, glaube ich, auch helfen, dass ich irgendwie sein Ding schnell aufhalte, seinen Timbersaw, bevor der Zug viel Quatsch macht.
Nee, nee, alles gut. Bevor ich jetzt da alles. Ich will. Das sind auch keine schlechten Items, die wir auf Kunker haben. Ach man, Doom, ey. Wo so tust du mir das an? Wo so tust du mir das an? Ein Doom hat noch gefehlt. Wir haben Fat Magic Damage auf ihm. Eigentlich müsste ich den Doom so schnell rausbekommen. Der wird direkt gehittet von Timbersaw. Und der hat Mana. Und plus die Mana. Der müsste eigentlich fast instant die Ult raus. Ach, warte, Timbersaw steht hier. Er hat nochmal geswitcht, oder? Egal, der kommt trotzdem rechtzeitig raus, dass er keinen Ult geschafft hat irgendwie. 20 Stacks auf Bloodstone. Yay! 21 Stacks. Geil. 21er Kunker Bloodstone Stackerino. Wäre der Ding noch gekommen, der Doom? Ja, hier wäre Doom gewesen. Sogar beides direkt. An die Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wundervolle Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut's rein.